Warum haben wir den überhaupt getroffen? Das ist doch Wahnsinn, oder? Ist aber nix. Keine Blutspur und nix. Ne? Der ist einfach. So. Nee, die andere Spur ist. Die ist die richtige. Aber ist halt nix da, ne? Nee, kann man vergessen. Drei angeschossen. Ich hätte schwören können, dass wir den direkt kopflästig getroffen haben. Schauen wir nochmal die Richtung hier vom Schwarzwälder. Warum nicht? Oder zumindest einen Präriehasen. Meinen Schwarzwälder wäre mir lieber. Davon abgesehen. Da wird man natürlich jetzt, wenn wir den Hasen schießen. Falls wir ihn treffen, weil ich noch nicht glaube. Das würde natürlich hier alles aufscheuchen, ne? Aber wir hätten zumindest... irgendwas halt mal geschossen. Ist halt auch immer blöd, wenn man in der Folge so gar nichts trifft. Wenigstens ein... Entweder es sind mehrere oder der hoppelt im Kreis. Der hoppelt an uns vorbei. Wirklich? Voll an uns vorbeigehobelt. Hat er gut gemacht. Hobbelhasen.
Ha. Wir könnten den ausstopfen. Aber wir brauchen erstmal ein bisschen Geld, ne? Ja, damit wir wenigstens was geschossen haben, wisst ihr? Und wir haben einen Flintenbonus bekommen. Immerhin. So, wir gehen jetzt trotzdem nochmal in Richtung der Schwarzwedler. Auch wenn der schon lange über Berg und Tal ist. Das ist eine Hyäne. Kojote. Also ich sag euch, der ist über Berg. Wir könnten nochmal zu dem Fragezeichen für heute hin. Dann haben wir das noch entdeckt, wisst ihr? Oder wir könnten da hinten mal... Vielleicht ist es das Fragezeichen. Oder waren wir das schon? Ist es jetzt unsere? Nö. Hä? Was ist denn das für eine Hütte dort? Die ist doch gar nicht eingezeichnet. Oder denke ich das nur? Das ist eine Wanderhütte. Ach, schön. Das ist natürlich auch was Schönes, wenn man... Die könnten... War das echt nicht eingezeichnet? Nö, schön. Das können sie öfter machen. Dinge, die nicht eingezeichnet sind, ne? Dass man dann entdeckt. Schön. Gefällt mir. Eine kleine Wanderhütte. Hier können wir erstmal unsere Notdurft verrichten. Kommen wir da rein? Wahrscheinlich nicht. Oh, mit Brunnen und allem. Oh, das ist nicht nur eine. Das sind ganze Lodge-Anwesen. Kann man nicht rein. Aber trotzdem, finde ich gut. So ein bisschen was zu entdecken, ne? Hier, der Brunnen, den haben sie versiegelt. Hier könnten wir uns unseren Hasen grillen. Stehen da dran. Lockout Point. Da drüben ist noch ein... Ach, hier unten ist der Bormann und hier ist der Chila See. Mhm. Aber ich glaube, wir kommen gar nicht so weit mehr rein dann, ne? Dann ist aus die Maus. Das sind so kleine Hütten, die man sich wahrscheinlich dann mieten kann. Was ist denn für eine Spur eigentlich, ne? Eine Hasenspur. Ja, sieht so ein bisschen aus wie bei uns, die... Seht ihr? Sehen immer ein bisschen gleich aus, die... Wie unsere Lodge, ne? Schön. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerne noch... zu dem Fragezeichen hingehen. Wir können uns ja was reinpflanzen. Ne? Oh, hier hätten wir sogar Zubehör. Könnten uns am See ein bisschen Wasser holen. Das ist super. So, wir schauen mal, wo das Fragezeichen noch ist. Wisst ihr, die müssten viel mehr so zum Entdecken machen. So
Einfach so Special Points, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Ah, der Schwarzwedler. Jetzt regnet es natürlich, war klar. Er hört mir ja so gar nichts, ne? Ja, aber wo? Wo soll der sein? Ja. Wir sind wahrscheinlich noch ewig weit weg von dem. Und vor allen Dingen, wenn er einen Warnruf ausstößt, dann hat er uns doch irgendwie gerochen oder wie ist denn der Wind hier? Der Wind kommt genau in seine Richtung. Habt ihr das auch gehört? Nur. Wo, ne? Ein Bedürfnisgebiet. Bis 13 Uhr. Hier ruhen Schwarzwedler. Wir sind noch in der Zeit. Ja, wo ruht ihr? Bitteschön. Wer kann sich jetzt sonst wo hinlegen? Finde ich doch nie. Wo ist denn da eigentlich genau der Ruhepol? So ein bisschen rechts von uns, hier unten, ne? Also momentan ja, der war gar nicht so weit weg, hat man gedacht. Also, wenn es denn war, was ich gehört habe, wisst ihr? Wir können ja mal rüberschauen in den Wald dort.
Wenn er trabt, ist er vielleicht auch ein bisschen schneller. Ne? Spur schon wieder verloren, oder? Bei dem Regen. Er kann ja jetzt schon wieder eben zickzack gelaufen sein. Nie. Doch nochmal zurück zu dem Ruhrgebiet. Ding. Mit dem Regen. Da hört man wenigstens, da hört man wieder was. Noch sieht man irgendwas. Jetzt wird es weniger. Jetzt kommt der Nebel. Nee. Keine Chance. Nee. Na gut. Sind wir noch weit entfernt? Ja, okay. Wir gehen nochmal hier rüber. Ich würde halt gerne noch zu dem Fragezeichen hingehen heute. Also ich werde es wieder in zwei Teile teilen, das Ganze. Dann habe ich auch ein bisschen Vorrat und kann wöchentlich noch ein bisschen für euch ein paar Teile zeigen, ne? Ja, dann wieder nichts mehr kommt. So. Wo sind wir denn? Oh, jetzt sind wir völlig falsch. Wir müssen ganz scharf nach links. Hätte ich jetzt so aus meinem Gefühl her hätte ich gedacht, aber schön, jetzt hier so nach dem frischen Regen, ne? Ah, die Waldluft einatmen, ne? Das ist schon schön. Und gut, dass wir gute Stiefel anhaben oder gute Trekkings, dass uns das Wasser nicht in den Füßen steht. So, da drüben ist der See, dann gehen wir hier gleich den See runter. Ach, hier sind wir jetzt wieder dort, wo wir den Hasen erlebt haben, richtig? Könnte ich schwören. Also. Denke ich. Naja, haben wir wenigstens einen Haken. So gut, dass wir den wenigstens getroffen haben. Und sogar ziemlich gut getroffen ist.
war denn das für ein Schrei? Was, ein Tiger? Noch ein Hasen? Gefällig? Obwohl der uns auch schon... Der hat uns, glaube ich, auch schon gesehen. Wie ist der toll, der Schlamm. Sieht man hier eigentlich Spuren? Nee, nee. Wie geht denn die Spur eigentlich? Ja, sieht man nicht. Was ist denn das? Das ist der Bär, oder? Kann ich mir vorstellen. Das Rote Meer hier. Der Schwarzwedle. Ach. Sei es drum. Los jetzt nochmal. Probieren es nochmal mit Glück. Ja, ich weiß. Wie ist der Wind? Mir egal. Okay. Die Frage ist, ist er abgebogen oder ist er noch in der Richtung hier? Ihr habt den ja auch gesehen, ne? Wenn wir noch die Spur jetzt aufnehmen könnten, das ist natürlich super. Hier könnte... Wo ist er jetzt hin? Verdammt, hier kann er in jede... Hier kann er in jede Richtung sein. Hallo? Jetzt nur keine Panik aufkommen lassen. Das ist ein Schwarzwedler, sag ich euch. Der hat uns echt gesehen. Oder? Ja.
Ah! Oh, wirklich? Zwei Schüsse drauf. Und nichts getroffen. Hätte noch mal näher rangekommen. Ne? Oh, sehr gering. Echt. Bei zwei Schüssen. Na, da wisst ihr ja Bescheid, ne? Da müssen wir echt uns noch dreimal mehr anstrengen. Ja, wir hätten weiter ran. Ja, ich wollte es halt auch nicht unbedingt jetzt ausnutzen, dass das ein bisschen ein Problem war. Wohl, gibt es in der Natur wahrscheinlich auch, dass der nicht so schnell fortkommt. Ne? Ich hätte weiter hin gesollt. Das war's. Er ist über alle Berge mit seiner geringen... Aber zweimal haben wir drauf geschossen und zweimal komplett eigentlich verfehlt, wenn er nur eine ganz geringe Blutung hatte. Nee. Es ist ja aber noch, ne? Hm. Ja, wie nun? So oder so? Hä? Naja, aber ich mach mir jetzt eigentlich keine Illusionen mehr. Gehend hier rauf. Sag mal, ist er das? Nee, ich hab schon gedacht. Wieder ein Ruhrgebiet gefunden. Aha. Ich hab schon gedacht, hier liegt er. Doch am Blutverlust, aber... Und jetzt geht's ja wieder die andere Richtung, oder? Verdammt. Wir schicken uns total im Kreis. Dort! Hättet ihr noch gedacht, dass wir das jemals finden? Vielleicht hätten wir die anderen auch gefunden, wenn wir... Wir müssen nur ein bisschen... Steht ihr? Oh! Ah, schaut mal hin! Hätte ich nie gedacht, dass wir den... Ja gut, wir haben den von hinten getroffen, das ist schon richtig.
Das ist schon richtig. Ja. Sehr schön. Dann haben wir die Mission tatsächlich erledigt. Naja, dann passt es ja für heute. Perfekt. Und wir schauen mal kurz, was haben wir denn eigentlich noch für Missions? Erlege schwarze Verwehrte. Das ist jetzt immer. Ein Effizienzbonus von mindestens 50, wow. Ja, bei Nacht. Ne? Obwohl, vielleicht müssen wir da uns einfach nur oben auf zum Lake Chahi. Okay. Wir können es mal machen, wenn es Nacht ist. So, wir werden aber erstmal die hier weiter verfolgen. Bären? Wie? Wusste ich's doch. Normalerweise sind mir Geweih egal, aber ich hätte zu gerne ein schönes zum Rasseln. Ja, Bären gibt's hier wie Sand am Meer übrigens. Okay. Warte, wir schauen noch mal kurz. Erlege einen Schwarz... Wieso haben wir da zwei? Wahrscheinlich sollen wir zwei. Mit einem Effizienzbonus. Wie viel hatten wir denn? Was haben wir denn jetzt? Hatten wir überhaupt einen Effizienzbonus? Nee, ne? Okay. Ich gebe auf für heute und verabschiede mich mit dem Blick auf die Berge. Ja, gerne, aber ich habe keine Zeit mehr. Leider. Sonst könnten wir jetzt noch einen Effizienzbonus rausholen. Ciao, ciao.